Christine Lagarde, unsere EZB-Chefin, die hat jetzt gesagt, ab Sommer gibt es wahrscheinlich Zinssenkungen. Und viele sagen jetzt, hurra, endlich ist es soweit. Aber wer sich überhaupt nicht drüber freut, das sind die Börsen. Die rutschen ab. Weil erstens im Sommer erst die erste Zinssenkung, das ist nicht das, was man gehofft hat. Und zweitens, Christine Lagarde und ihre Kollegen, die haben auch noch ein paar andere Sachen gesagt. Und wenn das auch nur zum Teil so kommt, dann wird das für die Anleger unschön. Was unterscheidet den Klimakleber vom Landwirt? Mal abgesehen davon, dass bei der Last Generation noch keiner behauptet hat, die wären jetzt auch von Rechtsradikalen schon unterwandert worden. Der Unterschied sind 295 PS. Den Klimakleber, den kann man, wenn man will, auch behutsam von der Straße wieder ablösen. Aber den Bauer mit seinem großen Traktor, das hat dann schon einen ganz anderen Wumms. Schwere Proteste bei uns hier und dann ja auch noch der Bahnstreik dazu in Kombination, das halbe Land war lahmgelegt hier und CNBC zum Beispiel in den USA, die haben geschrieben, das sieht in Deutschland jetzt langsam wie so eine Art Generalstreik aus. Und dann ja auch noch der Streik bei Ikea zu allem Überfluss, wahrscheinlich weil die da ihre Kunden nicht mehr duzen wollen. Ikea ist eine Fastfood-Kette mit einer angeschlossenen Möbelabteilung. Da kann man dann auch Dinge kaufen, so wie dieser lange Tisch hier für Staatsbesuche. Putin, das war das Thema in meinem letzten Video, es hat dafür auch einiges an Kritik gegeben von den Zuschauern, war auch so zu erwarten natürlich, aber es ist mir eben nicht darum gegangen, jetzt hier um den ganzen Ukraine-Krieg nochmal und wer dran schuld ist auch und so weiter, sondern einfach um die schlichte Frage hat sich die Situation von Putin verbessert in letzter Zeit, militärisch, wirtschaftlich, außenpolitisch. Und ich glaube eben, sie hat sich deutlich verbessert. Aber in dem Zusammenhang nochmal zur Erinnerung, morgen gibt es von mir ja wieder eine neue Hauspost, diesmal zum Thema russische Aktien und ADRs und was da passiert ist die letzten Monate. Es wird ja sonst nicht mehr viel darüber berichtet, über das Ganze. Die Hauspost ist gratis und wenn Sie sie noch nicht kriegen, Sie bekommen sie auf www.heinrichs-hauspost.de. Aber zur Lage in Deutschland jetzt wieder. Man sagt ja oft bei den Landwirten zum Beispiel, da geht es jetzt nicht nur um diese Vergünstigungen, die wegfallen sollen, sondern das Ganze geht viel tiefer. Und da geht es eben auch nicht nur den Landwirten so, sondern es gibt viele andere auch, die auch sagen, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden jetzt. Und die haben das Gefühl, wir sind hier irgendwie in einer lähmenden Krise. Und letztes Jahr ist die Wirtschaft bei uns dann ja auch wieder geschrumpft. Und wo man davon aber überhaupt nichts, das ist der Aktienmarkt. Eine tolle Rallye dann ja wieder letztes Jahr und der DAX auch auf Rekordhoch. Wie kann das sein? Klar, die DAX-Unternehmen, die sind jetzt auf Deutschland nicht mehr so großartig angewiesen. Die erwirtschaften hier im Inland nur noch einen Bruchteil von ihrem Umsatz. Aber was noch viel wichtiger ist, wir haben jetzt eben wieder diese großen Zinssenkungsfantasien gehabt. Die Inflation ist ja immerhin zurückgegangen letztes Jahr, sowohl in USA als auch in der Eurozone. Also kriegen wir ja jetzt hoffentlich bald auch Leitzinssenkungen endlich. Und die Eurozone, da gab es aber gestern auch die Bestätigung. Christine Lagarde, die hat gesagt, jawohl, im Sommer ist sehr wahrscheinlich die erste Zinssenkung dann. Der lang ersehnte Schritt wie das hier zum Beispiel der Spiegel schreibt. Da kann man sich doch jetzt eigentlich freuen. Nur an der Börse geht's runter. So wie es da eigentlich schon seit ein paar Wochen auch wieder runter geht. Weil das, was Christine Lagarde da gesagt hat, das will so eigentlich keiner hören. Eine Zinssenkung im Sommer eingepreist am Markt war die erste Zinssenkung für April und insgesamt sechs Stück auch in diesem Jahr. Und jetzt kommt die aber und sagt im Sommer, wie lange will sie denn noch abwarten und Tee trinken? Und hier geht alles ein Bach runter inzwischen. Und dann sagt sie aber auch noch, die alte Schreckschraube wahrscheinlich und dass das alles auch noch von Daten abhängen würde. Und dann auch noch so schlimme Sachen wie, dass die Inflation im Dienstleistungssektor ja immer noch bei 4% liegen würde. Und dass es auch erst dann Zinssenkungen gibt, wenn die Gesamtinflation wirklich ganz klar wieder in Richtung 2% geht. Naja, vielen Dank. Die Notenbanken betreiben Erwartungsmanagement. Was ist das? Sie sagen. Morgen fahren wir in den Zoo. Dann weiß jeder, den das betrifft. Morgen geht's wahrscheinlich in den Zoo. Kann man sich darauf einstellen. Oft sind es aber auch wenn-dann-Aussagen. Also wenn man gegen den Elektrozaun pinkelt, dann gibt's einen Stromschlag. Oder wenn morgen das Zimmer nicht aufgeräumt ist, dann gibt's Ohrfeigen. Da weiß dann auch jeder mehr oder weniger, was einen erwartet. Und das machen die jetzt nicht für den Aktienmarkt, sondern weil sie in der Gesamtwirtschaft auch die Erwartungen steuern wollen, vor allem die Inflationserwartungen da auch. Aber für den Aktienmarkt ist das Ganze, was die Notenbanken sagen, natürlich auch wichtig. Nur, und das habe ich hier schon oft gesagt und viele andere sehen das auch genauso, am Aktienmarkt nimmt man das eigentlich, was die Notenbanken sagen, nicht mehr so wirklich ernst, schon lange nicht mehr. Man hat da eben die tollsten Zinssenkungsfantasien und Jerome Powell von der Fed, der hat die Anleger ja auch immer wieder abgewatscht und gesagt, so schnell wird das Ganze nicht gehen. Aber die Anleger haben ihre Erwartungen trotzdem nicht geändert. Das hier habe ich schon mal gezeigt in einem Video vor einem Jahr. Das waren damals die Leitzinserwartungen am Markt für die Fed oben und für die EZB unten. Oktober 2022 und Januar 2023. Und man hat eben zum Beispiel nicht gedacht, dass der US-Leitzins auf über 5% steigt. Dafür hat man die ersten Zinssenkungen schon erwartet ab Mitte 2023. Und jetzt dürfte er auch nur noch so bei 4,25% sein. Er ist aber noch bei 5,5%. 25 bis 5,5. Für die Eurozone das gleiche Muster. Die hätten auch seit einem Jahr Leitzinssenkungen haben müssen. Und der Zins wäre jetzt nur noch so bei 3%. Wir sind aber immer noch bei 4,5%. Und jetzt ja die erste Senkung auch erst im Sommer. Vielleicht. Die Marktteilnehmer haben sich also grob verschätzt da, sie waren viel zu optimistisch und trotzdem stehen da Dax und der da DAU heute viel höher als damals. Und jetzt ist es ja fast noch krasser mit den Schätzungen. Ich habe schon gesagt hier in meinem Ausblick auf 2024, die Notenbanker selber, die gehen für die USA aus von drei Leitzinssenkungen dieses Jahr um jeweils 0,25 Prozent. Aber am Markt da geht man jetzt schon aus von sechs bis sieben Senkungen, ein riesen Unterschied. Wie wahrscheinlich ist es, dass so eine Euphorie nicht enttäuscht wird? Die Notenbanker sagen ja jetzt nicht, die Zinsen bleiben unten und unter allen Umständen. Sie sagen schon ja, sie sind zuversichtlich. Aber Jerome Powell zum Beispiel, der hat oft gesagt und Christine Lagarde hat es jetzt eben auch gesagt, sehr eindringlich: Es reicht nicht, dass das Wachstum irgendwie zurückgeht oder dass die Inflation irgendwie in die richtige Richtung geht, sondern man braucht ganz klare Hinweise darauf, dass man wirklich wieder runterkommen kann auf diese zwei. Das letzte Stück ist nämlich gar nicht so einfach möglicherweise, wie man sich das so denkt. In den USA, da ist die Inflation jetzt im Dezember wieder hoch auf 3,4 Prozent. Im November war sie nur bei 3,1 Prozent. Und im Juni, da war sie ja sogar schon mal nur bei 3,0 Prozent. Und die Kerninflation war sogar bei 3,9 Prozent. Und die Arbeitslosigkeit ist weiter zurückgegangen. Und die Stundenlöhne sind um 4,1 Prozent gestiegen. Hoffentlich kommt da jetzt mal die künstliche Intelligenz endlich und räumt da mal am Arbeitsmarkt ein bisschen auf. Und in der Eurozone ist die Inflation auch wieder gestiegen von 2,4 auf 2,9 Prozent, in Deutschland von 3,2 auf 3,7 Prozent. Und klar, die schwache Wirtschaft, die drückt die Inflation jetzt vielleicht wieder runter bei uns dieses Jahr. Aber auf der anderen Seite, Sie wissen selber, was wir für, was wir für Themen hier ja auch haben. Und da sind wir auch wieder bei den Landwirten und bei den Lokführern. Die Landwirte haben jetzt höhere Kosten. Die Lkw-Maut steigt in Deutschland. Der CO2-Preis steigt auf Heizöl, auf Gas, auf Diesel, auf Benzin. Die Energieentlastungen sind weggefallen. Strom wird teurer, weil die Netzentgelte steigen. Die Preise von öffentlichem Nahverkehr steigen. Deutlich die Mehrwertsteuer in der Gastronomie steigt. Die Mieten steigen. Und vor allem die Löhne steigen eben auch auf breiter Front. Gut für die Arbeitnehmer, weil die wollen ja natürlich Ihre Kaufkraftverluste ausgleichen, aber für die Inflation ist es selbstverständlich nicht so gut. Und da stellt sich schon die Frage in so einem Umfeld kommen wir da jetzt wirklich nachvollziehbarerweise auf 2% runter so dass es auch die Notenbanker überzeugt dann die wissen ja auch nicht wirklich was kommt und die sehen das auch ganz unterschiedlich alle es gibt nicht nur die die da jetzt relativ zuversichtlich sind wieder es gibt auch andere Stimmen zum Beispiel Robert Holzmann von der österreichischen Nationalbank das ist natürlich jetzt einer von den harten von den Falken aber der hat gesagt, 2024 gibt es vielleicht gar keine Zinssenkungen. Alles, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, sagt er, das deutet in eine andere Richtung. Ich kann also davon ausgehen, dass es in diesem Jahr überhaupt keine Zinssenkungen gibt. Zitat Ende. Auch das ist also nicht völlig undenkbar. Und das würde die Börsen aber definitiv hart treffen. Und was auch nicht ganz ohne ist, das ist das, was Klaas Knot gesagt hat. Das ist der Chef von der Niederländischen Notenbank, weil er hat daran erinnert, dass dieser Zinsoptimismus am Markt, dass der ja auch kontraproduktiv ist. Die Marktzinsen sind ja schon gefallen, weil man da so optimistisch ist. Und dadurch wird das Geld ja auch schon billiger. Und Klaas Knot hat dann aber gesagt, je mehr der Markt das schon vorwegnimmt, je mehr also der Markt in gewisser Weise schon hat, desto weniger werden wir das tun, wir von der EZB, desto weniger machen wir da dann auch noch mit. Und daran sieht man sehr gut, dass das eine doppelte Falle ist, in die der Finanzmarkt da jetzt möglicherweise gerade reinrennt. Klar, fallende Marktzinsen sind eben auch schon Inflationstreiber, genauso wie die Rekorde am Aktienmarkt, weil die die Kaufkraft ja auch erhöhen. Und immer, wenn man am Markt meint, irgendwas ist überhaupt kein Problem mehr, dann wird es dadurch vielleicht erst doch wieder ein Problem. Das ist ja immer wieder mal so, das kennt man ja. Das muss jetzt nicht heißen, dass es jetzt ein Riesendesaster gibt demnächst an der Börse. Das Ganze ist natürlich datenabhängig. Inflation und so weiter. Und vielleicht kriegen wir ja auch noch unser großes tolles Sommermärchen. Und die Korrektur bis jetzt, die ist jetzt auch noch nicht wirklich schlimm gewesen. Man kann die Korrektur jetzt die letzten Wochen auch einfach sehen als Gegenreaktion natürlich auf einen starken Anstieg im vierten Quartal. Insofern, vielleicht ist das alles ja noch harmlos. Aber, wir sind eben nun mal gestartet ins neue Jahr auf Rekordständen mit einem Sentiment, das abnormal positiv war. Hier nochmal der Fear and Greed Index von CNN damals von Ende Dezember. Wir waren da schon bei extremer Gier. Und die Börsen sind eben auch übertrieben euphorisch, was sanfte Landungen betrifft und was Zinssenkungen betrifft. Und das ist schon eine gefährliche Mischung, meiner Meinung nach weil das was da bis jetzt eingepreist war. 6 bis 7 Leitzinssenkungen in USA und 6 in der Eurozone, als wäre das völlig selbstverständlich. Es ist aber eben nicht selbstverständlich, dass es so kommt und wenn man genauer hinschaut, dann ist es auch noch nicht mal so wahnsinnig plausibel. Aber wer weiß, bis jetzt waren die Anleger ja auch immer komplett schmerzfrei. Sie haben sich bis jetzt auch permanent abwatschen lassen von den Notenbankprognosen. Und am nächsten Tag war es dann schon wieder vergessen und alles war wieder gut. Und sie haben gleich wieder gekauft und sie waren auch bereit für neue Prügel. Wahrscheinlich ist es an der Börse eben auch äh, so eine Art Sadomaso-Geschichte einfach nur. Erst kommen die Schmerzen, dann kommt das Geld. Das hat ja auch schon der große Costolani gesagt. Insofern hoch die Tassen, bleiben wir einfach dran, auch wenn es vielleicht ungemütlicher werden könnte in nächster Zeit. Aber eine Marktlage, die irgendwann vielleicht mal nicht mehr so vollgepumpt ist mit hohen, überzogenen möglicherweise Erwartungen, das wäre ja auch schon mal was Schönes und das ist dann ja auch wieder eine Chance oder es kann zumindest eine Chance sein. Denken Sie daran, dass Sie sich noch eintragen, auch für die Hauspost morgen, diesmal eben mit einem Update zu russland adrs auf www.heinrichs-hauspost.de. Die Hauspost ist gratis und damit ausnahmsweise auch mal kein Inflationstreiber. So bin ich zu Ihnen. Alles Gute, Dankeschön fürs Zuschauen.